Wir nehmen jetzt noch deine Meinung mit zum neuen Wim Wenders-Film, der also hier zu sehen war und auch noch einmal läuft, beziehungsweise zweimal, wie ich gerade sehe, Everything Will Be Fine. Ich sage ganz offen, habe ich nicht gesehen, weil Wim Wenders war schon hier. Ich muss ganz pragmatisch denken. Er war hier für seine Retrospektive. Er bekommt den Ehrenbären. Über den Film konnten wir gar nicht reden, weil ich ihn ja nicht kannte. Konnte man auch schön doof fragen, worum geht's denn so, was man normalerweise nicht tut, wenn man immer den Eindruck erweckt, man wüsste alles oder hat den Film zumindest gesehen. Also da bin ich jetzt völlig naiv. Ich weiß nur, 3D ist er, ne? Kommt auch ins Kino irgendwann, weiß ich auch, am 2. April und kann dich jetzt einmal so fragen, worum geht's denn da so, Horst? Ja, ich nehm das vielleicht als erstes gleich direkt mal auf. Der Film ist in 3D und es ist für mich eine absolute Premiere. Es ist, glaube ich, der erste 3D-Film, den ich gesehen habe, ohne einen einzigen 3D-Effekt. Es ist relativ spektakulär. Nein, im U-Bahn-Fernsehen, es gibt ja, glaube ich, auch irgendwie eine retrospektive Farbfilm, Technicolor irgendwie hier innerhalb der Berlinale. Und da sieht man im U-Bahn-Fernsehen immer diese Ausschnitte, wo man auch gesehen hat, damals, als der Farbfilm neu kam, wo sie gesagt haben, jetzt machen wir aber auch Farbe. Jetzt die Leute, die sollen gucken, dass die wirklich, die sitzen im Kino und sagen, oh, sie können Farbfilmen. Also auch die große Zeit der Kostümbildner, wasch, richtig Farben. Und so war es jetzt natürlich mit dem 3D-Kino auch, wo man erstmal sagt, wir können 3D und wui, und du siehst immer, wie dann der Hammer auf dich zufliegt und alles. Und jetzt wird es ruhiger, so wie die Farbfilme irgendwann auch etwas grauer wurden. Kommen jetzt dann eben auch die ersten 3D-Filme, wo es eigentlich praktisch keine Effekte in dem, finde ich okay. Wobei er selbst sagt, dass alles größer ist in 3D. Und auch die Emotionen ja dann mehr zu sehen sind. Was in diesem Film natürlich eine ganz starke Rolle spielt. Es geht um ein großes Thema, da muss ich zugeben, das sind natürlich, ja, das ist dann auch immer so ein bisschen so eine Sache, da kriegst du mich natürlich immer. Es geht damit los, dass James Franco, der auch hier die Hauptrolle spielt. Wie in allen anderen Filmen eigentlich, genau. Außer in dem russischen. Ja, es ist im Prinzip, wenn ich jetzt direkt ein Drehbuch schreiben würde, würde das wahrscheinlich darum gehen, dass ich aufdecke, dass James Franco 2 sind, mindestens. Weil sonst schaffst du es nicht. Und Morgan Freeman sind 3. So viele Filme, wo die Image auch toll. Ich würde es an ihrer Stelle wahrscheinlich auch so machen. Nein, es geht damit los, dass er einen eben furchtbaren Unfall hatte und er überfährt ein Kind. Und das ist natürlich ein Wahnsinnseffekt immer, der einen sofort anrührt, da bist du sofort da. Und es ist auch im Kino, in dem Moment, wo dieser Unfall ist, sofort, boah, es ist ein Schrei, obwohl es viele sicherlich auch vorher wussten, dass das passieren wird. Trotzdem ein Entsetzen, du bist drin. Und bist in dieser Geschichte, sie rührt dich automatisch an. Und dann natürlich hochkarätig besetzt mit tollen Schauspielern. Über 12 Jahre die Geschichte dieser Trauer erzählt. Da kann man dann jetzt, also da will ich jetzt auch nicht zu kleinteilig werden. Es gibt eine Sache, wo wir Gabi, meine Frau, angesprochen hatten, auf die sie mich aufmerksam gemacht hatte, die mir nicht auf, und die ich sehr, sehr richtig, wo ich sofort sagte, ja, ganz genau. Was der Film wirklich sehr gut macht, ist, wie er zeigt, wie vor allen Dingen James Franco, aber auch Charlotte Gainsbourg, die Unschuld verloren haben mit diesem Unfall. Ab diesem Moment gibt es keinen Moment mehr in ihrem Leben, wo sie nicht Angst haben. Wo sie nicht Angst haben, wo sie sich nicht fürchten. Es hat die ganze Zeit etwas sehr Bedrohliches. Und das zeigt dieser Film tatsächlich sehr schön. Also das gesehen habe ich das auch gemerkt, aber ich hätte es nicht formulieren können. Da bin ich froh, dass Gabi mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und das zeigt es vor allen Dingen, es passiert dann noch ein zweiter Unfall, der ist, ich will nicht zu viel verraten, das ist nicht so schön, aber da ist es dann tatsächlich so, dass James Franco, der sozusagen ein bisschen neben allen anderen immer steht, weil er immer Angst hat, immer aufgeregt ist, dann in dem Moment, wo ein zweiter großer Unfall passiert, der einzige ist, der völlig ruhig ist. Wo auf einmal ist sein Leben wieder gerade in der Spur, während alle anderen unruhig sind und er ist der einzige, der dort nicht zittert und nicht unruhig ist. Damit haben wir so einen groben Überblick über das, was da so passiert. Vielleicht noch mal ein Wort zu diesem Drama, weil ja, es ist, glaube ich, nicht so untypisch für Wim Wenders, dass er so einen einsamen Held hat, der auf der Suche auch ist, der mit seinen Problemen alleine klarkommen muss. Das mag er, glaube ich, so, also einsame, solitäre in so einen Geschichten. Ist das auch wieder so ein typischer Wim Wenders-Held? Ja, wobei es in dem Fall natürlich nochmal speziell ist. Also einmal nach vielen, vielen tollen Experimenten und er macht ja wirklich sehr viel, sehr, sehr rührig mit Pino und allem. Jetzt eben dann wieder großes, fiktionales Erzählkino. Ich finde ja ein bisschen eigentlich die Königsdisziplin, wenn ich ehrlich bin, sowieso dann schön. Aber hier ist es auch was Besonderes, es ist ein Autor.
Der James Franco. Kollege von dir? Kollege sozusagen, wo ich tatsächlich dann auch ein bisschen drauf gucke. Und der hat noch einen Sonderkonflikt, weil nach diesem sehr einschneidenden Erlebnis, nach dieser Tragödie, diesem furchtbaren, schreibt er besser als vorher. Und es hat dann natürlich auch einen inneren Konflikt, dass man irgendwie auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Dass man, jetzt ist sowas Furchtbares passiert und auf einmal werden meine Bücher total erfolgreich und ich rühre offenkundig einen Punkt ab, wo er sich dann auch immer mehr abschließt oder dort zurücknimmt. Es gibt aber auch noch einen Punkt, den will ich gerne erwähnen bei dem Film. Die Musik spielt massiv mit. Also typisch für Wenders eigentlich auch. Genau. Spielt eine absolute Hauptrolle und darüber kann man streiten. Also ich hörte auch Stimmen, gut, ich habe nur eine Stimme, aber Gabi. Genau. Die sagten, das war mir jetzt doch zu dicke. Also wo teilweise ist ja auch immer schön, wenn die Schauspieler nicht mehr viel machen müssen, wo die Musik alles erledigt. Also wo die Musik praktisch die gesamte Atmosphäre, die gesamte Situation, alles setzt. Sehr laut auch, relativ dominant eingesetzt. Da kann man jetzt drüber streiten. Darum geht es dann ja auch, ob das nicht auch etwas zurückgenommener gegangen wäre. Ich persönlich finde ja und Gabi findet noch mehr. Ja. Horst, wir müssen jetzt leider mal langsam zum Urteil kommen. Also was du jetzt wirklich von dem Film hältst, hat sich mir trotzdem noch nicht ganz erschlossen. Ich muss dazu sagen, Wim Wenders hat hier gesagt, 3D war ihm wichtig, um die Natürlichkeit der Person zu zeigen. Also er wollte keine Effekte erzielen, es soll einfach die Körperlichkeit sein. Er hat das sehr schön erklärt. Also so wie du jetzt hier stehst, Horst, so stehst du dann eben auch in den 3D-Filmen. Du bist ihm körperlich präsent. Das war sein Ziel. Das hat er vielleicht bei dir jetzt ein bisschen verfehlt oder vielleicht gerade, weil du es gar nicht mehr als 3D wahrgenommen hast. Können wir jetzt gar nicht ausdiskutieren, ja. Aber ich wollte es einfach mal sagen, damit wir wissen, was Wim sich bei gedacht hat. Aber sag uns bitte, also, wie hat dir der Film eigentlich jetzt mal so gefallen? Ganz kurz dazu, weil ich natürlich Angst habe, dass er da jetzt mit einer großen Angst durch die Welt geht. Die Angst kann ich ihm nehmen. Auch die Körperlichkeit und die Präsenz der Figuren in Paris, Texas oder Himmel über Berlin fand ich auch sehr, sehr stark in 2D. Also dafür braucht es vielleicht nicht extra den Effekt. Das kann er auch total gut ohne das eigentlich erzählen. Ich finde es aber völlig verständlich und richtig, dass er als Filme macht. Das würde mir ja genauso gehen, sagen, das ist jetzt, das wird jetzt gemacht, das probiere ich aus. Damit will ich arbeiten, da will ich gucken und so. Ich würde nach wie vor sagen, bei dem Film hätte es echt nicht sein müssen. Aber an seiner Stelle würde ich auch sagen, klar, mache ich. Also, wie hat denn jetzt so der Film gefallen? Also Wim Wenders hat einen Ehrenbären bekommen. Er bekommt wahrscheinlich einen Oscar. Er kann mit allem jetzt leben, was du sagst. Es hat mir überhaupt nicht leid getan, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn wirklich sehr gerne gesehen. Ich war auch berührt von dem Film. Aber wenn jetzt jemand morgen sagt, du, hör zu, ich gehe, wann ist es? 2. April läuft er an. Dann und dann, ich kann nur an diesem einen Tag ins Kino. Es geht an dem Tag. Ich würde ihm wahrscheinlich einen anderen Film raussuchen. Wollen wir das so als salomonisches Urteil mit Respekt vor einer deutschen Filmlegende stehen lassen, Horst? Ja, also ist aber auch wirklich, das, also so, er kann nur den einen Film sehen. Also wenn er sagen würde, ich habe das ganze Wochenende Zeit, ich gucke mir 6 Filme an, dann wäre er dabei. Horst, sag uns noch, nee, doch ganz kurz noch, was passiert jetzt? Also als nächstes, alles ausverkauft, wir können dich jetzt gar nicht erleben in den Wühlmäusen, wo sonst? Naja, ich spiele ja dann im September auch wieder in den Wühlmäusen. Und da ist ja nicht, ich mache tatsächlich jetzt ab Ende März eine längere Pause. Bin auf Radio 1, das ist ja immer dann vorher aufgenommen, nehmen wir im März nochmal neue Geschichten auf. Da bin ich schon präsent. Und in der Zeit werde ich an meinem neuen Roman schreiben, arbeiten, der dann im nächsten Jahr im Februar kommt. Und auf den freuen wir uns schon riesig. Horst Evers, es war ein großes Vergnügen, du warst brillant wie immer, unser wunderbarer Gastkritiker und wir müssten die ganze Berlinale mit ihm eigentlich verbringen. Es war zauberhaft.